Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Sehr geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer erneuten, erfrischenden, sehr geilen Runde. Gothic 1, der Hotelomat. Und Plan für diese Folge ist, dass wir ja in die Bergfestung gehen, dort den nächsten Fokusstein holen, aber zunächst mache ich hier einen kleinen Kontrollgang, dass auch wirklich alle Viecher ausgerottet sind, so wie ich das veranlasst habe. Ja, wir haben in der letzten Folge gemerkt, dass, oder ich habe in der letzten Folge gemerkt, dass ich ganz gut jetzt doch gegen einzelne Bluthunde ankomme. Vor allem jetzt auch mit besserer Waffe und ein bisschen mehr Stärke. Und vor allem jetzt 2 an Kampfstufe 3 sollte das noch besser gehen. Hoffe ich jedenfalls. Deshalb traue ich mich jetzt mal da hoch in die Bergregion. Aber das wird trotzdem nicht so einfach werden, glaube ich. Wenn es einfach wäre, wäre es nicht die Otello-Mod. So. Genau. Genau, wir haben 109 Stärke. 65% Zweihandtalent. Also da sollte wirklich mindestens jeder zweite Schlag, hoffentlich, ein kritischer sein. Da oben sehe ich ein Steinkonstrukt. Oh Mann, vor den Feuerwaren habe ich richtig Angst. Da habe ich gar keinen Bock, gegen die zu kämpfen, ehrlich gesagt. Ja, guck mal einer an. Bluthunde. Hm, was für eine Überraschung. Damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. So. Also einer reicht mir ehrlich gesagt schon. 2 müssen es jetzt nicht sein. Ich glaube, ich muss die aber flankieren. Damit ich einen besser weglocken kann. Oh, das ist ja noch einer. Das sind nochmal 2! Auch ihr wollt mich doch verarschen. Ey, du da! Ja, genau du, komm her! Du bist so hässlich wie Bloodwin! Oh, oh, das hat mir nicht gefallen. Ja, sehr gut. Okay, ausgezeichnet. Ich meine, er hat mir auch eine mitgegeben. Eine ordentliche drüber gewischt. Aber das hat jetzt passabel funktioniert. Und direkt der nächste. Okay, einzeln sollten die jetzt kein Problem mehr sein. Ach Mann. Trotzdem nur noch ein Drittel Leben. Also so einfach ist es nicht, gegen die zu kämpfen. Sehr unangenehm, so viel kann man schon mal sagen. Und da kommen bestimmt noch ein paar da oben. So, schön speichern. Ach, die stehen mir zu nah beieinander. Uiuiui. Was ist das hier eigentlich? Okay, eine, oh, eine Ruine mit sehr glatten Kanten und Flächen. Okay, ciao. Der ist weg. Der überfällt mich bestimmt gleich von hinten. So, wen oder was haben wir denn hier? Niemanden. Okay, so gefällt's mir. So gefällt mir das doch. Hm, oder ob das schon mal Gestads Lager ist und wir Gestad aber noch nicht gefunden haben? Hm. Vielleicht. Ach, das ist ein Bluthundfell. Ah, ich verstehe. Kann man bestimmt auch nochmal zu Geld machen. Auch ein sehr hübsches Lager hier. Aber ich glaube nicht, dass ich hier leben wollen würde.
weil ich persönlich eine ziemliche Höhenangst habe und guckt euch mal das Gefälle hier von dem Zelt an. Da putzle ich runter. Nee, nee. Das muss nicht sein. Das muss ganz und gar nicht sein. So, hat der eine Bluthund sich jetzt mal gefangen? Okay, die stehen so nah beieinander. Die Gefahr, dass beide gleichzeitig auf mich gehen, ist viel zu hoch. Viel zu riskant. Okay, ja, jetzt. Jetzt klappt's. Perfekt. So ist gut. Warum macht er das? I have the high ground. It's over, Anakin. Oh Gott. Tie? Nee, Cut? Break? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Kurze Pause. Müssen wir mal kurz heilen. Mein Plan hat leider nicht so gut funktioniert mit dem High Ground. Überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Was bringt eigentlich das Nordmara Bier? Starkes, dunkles Bier. Stellt 2% Lebensenergie wieder her. Immerhin. Jetzt gehen mir langsam wirklich die Heilmittel schon wieder aus hier. Wahnsinn. Na gut, die ziehe ich mir jetzt mal schnell rein. Der Bluthund wartet offenbar sehr geduldig. Okay. Bevor wir da jetzt den Hauptweg weiterlaufen, gucken wir uns erstmal hier hinten in der Ecke um. Da ist doch was. Das ist eine Palisade. Hier ist was gebaut. Oh! Okay. Banditen. Treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, eure Lordschaft. Okay, ist aber fies. Pfeil und Bogen ist schon nicht nett. Ganz und gar nicht nett. Wie viele sind das? Ist das nur der eine? Ne, das sind mindestens zwei. So wie ich das höre, sind es mindestens drei. Okay. Ja, es sind drei. Ach, Quentin ist hier! Okay. Wollt ihr denn nicht mal in den Nahkampf gehen, Freunde? Habt ihr denn so gar keine Lust? Sehr interessant. Aber das ist gut, dass ich das Lager hier gefunden habe. Weil die vielleicht noch ein bisschen Essen oder Heilung dabei haben. Und 200 Erz, die nehme ich gerne. Interessant, Quentins Räuberlager ist jetzt verlegt worden, wie es ausschaut. Und es sieht sehr spannend aus, muss ich sagen. Aber schade, man konnte leider nicht mit ihm reden. Das ist wirklich sehr schade. Oha, wie cool ist das bitte gemacht? Das ist ja echt nice. Noch Mana-Elixier. Das ist schon cool. Das ist schon cool hier. Gefällt mir. Kann man hier noch weiter hoch? Junge, hier ist ein Tempel. So, gucken wir uns mal die Bergfestung an. Oh, shit. Okay, das war knapp. So, jetzt gucken wir uns mal die Bergfestung an. Die Bergfestung, ja. Das sieht ganz fancy aus, muss ich sagen. Gefällt. Man hat da drüben so eine Art Brücke hingemacht. Aber es ist wahrscheinlich so eine Art Verteidigungsgang. Wehrgang oder so noch. Um Angreifer auf der Brücke abzuschießen. Da oben ist so eine Art Marktplatz oder Hof oder so.
Das ist cool gemacht. Hübsch, hübsch. So, kann ich... Oh, okay, okay. Hier sind Untote, eine Menge Untote. Und gar keine Bluthunde. Okay, ich verstehe. Ich weiß gar nicht, was mir jetzt lieber ist, ehrlich gesagt. Ob Untote oder Bluthunde. Ich denke mal, die Untoten sind mir doch tatsächlich lieber. Weil, ich habe es jetzt auch schon beim Wächter gemerkt, beim Milton. Die normalen Skelette sind wohl kein Problem. Also das geht schon. Es geht schon klar, die zu besiegen. Aber nichtsdestotrotz könnten die eine Gefahr werden. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich die unterschätze. Das soll heißen, dass ich der Gefahr trotzdem ins Auge blicken muss. Und erstmal bestehen muss gegen die Viecher. Zwei leichte Skelette. Oh, oh, ach nein, da ist noch so ein Krieger. Boah, vor dem habe ich echt Schiss, muss ich sagen. Das Schlimmste ist, ich habe keine Heilung mehr gleich. Boah, vor dem habe ich echt Angst. Was macht er denn da? Gut, vielleicht habe ich doch nicht so viel Angst vor dem. Ich gucke mir das mal noch einen Moment an. Oder ist das eine Falle? Mal kurz umgucken. Ne, sieht nicht so aus. Oha, guck mal. Das geht klar. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. 300 Erfahrungspunkte, das ist schon ordentlich. 300 ist schon echt saftig. Ein bisschen Teer. Oh, und eine Kiste. Dreimal links war... Oh, Klinge der Macht. Interessant. Und 10 Konzentrationstränke, okay. 10 Konzentrationstränke, meine Güte. 500, 750, 1000. Das sind also 2500 Erfahrungspunkte. Das ist schon ordentlich. Ich glaube, bei diesen ganzen Zaubertränken müsste der Held doch, eigentlich ziemlich Durchfall kriegen. Was kann denn das Schwert, was ich gefunden habe? 52 Damage. Okay, ist leider ein bisschen schlechter. Dafür brauchen wir noch 11 Stärke noch für den heiligen Scharfrichter. Scharfrichter. Mäh. Deshalb müssen wir zusehen, dass wir diese 11 Stärke schnell kriegen. Was mir aber gerade noch einfällt, beim Orkfriedhof waren noch 2 Bluthunde, die ich ja jetzt relativ easy platt machen könnte. Wenn ich so drüber nachdenke. Vielleicht gehe ich da, wenn ich hier eine Bergfestung fertig bin, nochmal hin. Ah, ich komme nicht hoch, okay. Hier komme ich hoch. Oh! Oh! Ja, moin! Guten Tag! Alter! Es regnet Zombies! Es regnet Zombies! Okay. Unangenehm. Ach. Oh, da hat kurz mein Wecker geklingelt. Muss ich mal kurz ausmachen. Ich dachte jetzt kurz, ich kriege einen Anruf. Aber nee.
So. Oh! Das wird eine actionreiche Runde. Das wird eine extrem actionreiche Folge, habe ich das Gefühl. Ich sag mal so, Zombies und leichte Skelette, kein Problem. Kein Problem. Die nehme ich gerne. Die sind angenehm. Wisst ihr, was ich mal kurz überlegt habe? Ich mache das jetzt mal schnell. Ich mache das jetzt mal schnell noch mit dem Ork-Friedhof. Also mit den Bluthunden vom Ork-Friedhof. Weil, wenn ich dann hier fertig bin, will ich nicht den ganzen Weg dahin nochmal hingehen. Ihr versteht. Weil erstmal mache ich noch den Kollegen. Alter Schwede, ey. Hier ist was los, ey. Meine Güte. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Ork-Friedhof, würde ich nochmal sagen. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Ehrlich gesagt drücke ich mich so ein bisschen vor dem, was jetzt hier noch kommen mag. Aber eher aus dem Grund, weil ich halt kaum Heilmittel mehr habe. Das ist halt echt ein Problemchen hier. Hier oben ist auch so gut wie keine Vegetation. Was es halt nicht so einfach macht. Keine Vegetation, keine Heilpflanzen, nix. Ach, hier. Und auch eine Heilwurzel, na Gott sei Dank. Vielleicht hätte sich Alchemie doch gelohnt. Vielleicht hätte sich Alchemie doch gelohnt. Aber naja, eigentlich bin ich nicht so der Alchemie-Spieler, deshalb. So, sind die noch hier? Ah, da hinten. Hä? Oh, das stimmt, da ist ja Xalas alter Turm. Okay. Na, dann gucken wir uns das auch mal direkt an. Tja. Das war's jetzt mehr oder weniger mit Heilmittel. Die paar Tränke, die ich noch habe, die werden um Längen nicht reichen. Oh, okay, der rechts will zuerst, okay. Warum macht er das? Warum läuft er so komisch rückwärts? Wenn ich A oder D drücke. Das hat ja hervorragend funktioniert. Das lade ich nochmal neu. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte ihn jetzt irgendwie nicht ins Visier nehmen. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil der Baum im Weg stand. Ja, komm, dann du halt zuerst. Ey! Wenn du mir schon drohst, dann muss jetzt aber auch kommen. Das lief doch schon deutlich besser. Eine Millisekunde gemissklickt. Oh Mann. Na gut. So. Ich war gespannt, ob ich da jetzt schon reinkomme in Xalas Turm. Vor allem frage ich mich, warum der jetzt hier ist. Oh Mann. Ich habe echt gleich gar nichts mehr. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber gut, ich habe jetzt wieder ein bisschen Erz angespart. Das heißt, ich könnte schon noch mal einkaufen gehen, Tränke kaufen gehen und so. Oder zumindest Lebensmittel kaufen gehen. Es müssen ja nicht mal Tränke sein. Tränke sind ja jetzt gar nicht so wichtig. Sind ja eher Lebensmittel und Pflanzen und so wichtig. Okay. Oha, okay, Harpien.
hätte natürlich den Höhenvorteil jetzt hier. Ah, warte mal, das ist... Oh, eine Drachenwurzel, geil. Das ist gar nicht Xardas Turm, das ist nur die Spitze seines Turms quasi als Gruft missbraucht, mehr oder weniger. Und es ist eine sehr offene Gruft. Das ist nämlich ein Orkgrab. Was haben wir denn hier? Nochmal 10 Konzentrationstränke und großen Stab. Oh, okay. Magieschaden. Na gut, okay, das ist jetzt nicht so... Ist eh nicht so meins, das heißt, wir können das können wir verkaufen. Haben wir sonst noch was? Ah, okay, interessant. Also das ist gar nicht Xardas Turm. So wie ich das jetzt zumindest hier verstanden habe. Aber gut. Halt, warte mal, kommt man da eigentlich irgendwie hoch auf diesen Stein hier? Das wollte ich eigentlich schon mal ausprobieren. Ach, Junge. Komm schon, das wäre doch jetzt eigentlich ganz cool. Nee, da kommt man nie hoch. Offenbar. Oh, hey, guck mal da. Natürlich kommt man da hoch. Hallo. Ist jetzt so die Frage, wenn ich jetzt hier reinspringe, komme ich dann noch wieder raus? Bestes Versteck. Ich kann nicht mehr Escape drücken. Nein. Okay, ich muss hier mit Cheaten leider wieder raus. Ja, nun. Nee, auf das Stück Mauer will ich trotzdem. Ich will gucken, ob die Modder hier irgendwas versteckt haben. Aber das sieht nicht so aus. Keine lootbaren Gegenstände, nix. Es ist nur hübsch gemacht. Okay. Ja gut, die ganzen Konzentrationstränke und die Pilze und so, die ziehe ich mir jetzt nochmal rein. Wie viel braucht man eigentlich für ein nächstes Level up? Ja gut, ein bisschen noch. Das mache ich jetzt mal schnell. Nicht, dass sich die Pilze hier wieder ins Unermessliche anhäufen. So. Und die Tränke. Stimuliert die Lernfähigkeit, ey. Von den Tränken hätte ich mal damals in meiner Schulzeit ein bisschen was gebraucht. Naja, wobei, ich würde nicht sagen, dass ich dumm war. Zumindest die meiste Zeit nicht. Ich würde eher sagen, dass ich faul war. Ich war sehr faul gewesen. In der Schulzeit damals. Das kann ich auf jeden Fall so konsternieren. Ich hatte nie Bock zu lernen. Dann habe ich mich halt deshalb so rumgeschlagen irgendwie durch die Schulphase. Hm. Eher schlecht als recht. Aber für einen mittleren Reifeabschluss hat es schon gereicht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich Gymnasium und so gecheckt hätte. Also, ich weiß nicht. Ich bin halt auch jemand, der keine Geduld hat. Das wisst ihr ja. Und das ist mit Schule genauso gewesen damals. Auch in der Berufsschule, als ich mein Kaufmann gemacht habe. War das halt auch so, wenn es dann ums Bilanzrechnen geht oder allgemein um Rechnungen und so weiter und ich habe den Rechenweg erstmal nicht verstanden, dann lag das nicht daran, dass ich dumm war, sondern daran, dass ich keine Geduld hatte, mich damit auseinanderzusetzen. So, das war immer das, so, das Hauptproblem. Ja, das kann man so sagen. Hallo. Hey, sieh da. Oh, was ist denn das? Was ist das denn? Das erinnert mich ein bisschen an die Rückkehr. Oh shit! Okay. Ach, warum denn? Also probieren wir das Ganze einfach nochmal. Nur diesmal sollte ich den Geist nicht unterschätzen. Also lasse ich den Geist dort erstmal Geist sein. Es sei denn, ich habe irgendwas. Ich weiß halt nicht, ob.
ob der so vor Eismagie und so gefeit ist. Ich weiß nicht. Wir gucken einfach mal. Ich weiß ja nicht mal, was der für eine Art von Schaden macht. Großes Langschwert. Ich nehme mal an, irgendwie stärkebasierten Schaden hat er gemacht. Aber gut. Haben wir das auch erledigt. Was wird wohl hinter dieser Pforte verborgen sein? Finden wir es raus. Noch mehr Geister. Untote vernichten. Sehr nützlich. Sehr guter Zauber. Nochmal gegen den nächsten Geist am besten. Rahmschnabel. Oh ja, den brauchen wir, stimmt. Gegen den Golem auf der Brücke. So, hier haben wir noch ein paar Zombies. Können wir dann jetzt mal in die Hölle schicken. Wie der Kenner sagen würde, in Belias Arch. Ach Mann. Naja, nicht ganz geschafft, ohne Schaden zu nehmen, aber ich habe es versucht. Ah, die Brücke führt jetzt hier lang und nicht da hoch. Hm, okay, warum auch immer. Aber das alte Kastell, ah, sieht schon geil aus, muss ich sagen. Da haben wir einfach jetzt zweimal Xalas Turm. Einmal hier im Wasser. Und einmal, Junge, da ist jetzt eine Eisregion. Ich krieg einen Anfall, wie geil ist das denn? Okay. Okay, Xalas Turm ist hier quasi abgeschossen worden, mehr oder weniger. Vom Blitz wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Und dann. Aber warum sollte ein Blitz ein ganzes Steinkonstrukt auseinandernehmen? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder der Boden ist eingebrochen oder irgendwas und dann ist der Turm runtergesackt. Aber da hinten, seht ihr das im Hintergrund, das ist eine Eisregion, wo sein neuer Turm jetzt steht. Oh Mann. Da bin ich ja mal gespannt, das zu erforschen. Allzu lange sollte das ja eigentlich nicht mehr dauern. So, erstmal einen Schluck kühles Wasser mache ich jetzt direkt auch mal. Witzig, da steht sogar Water drauf. Das ist so lustig. Na, dann schauen wir mal, ob wir jetzt zur Bergfestung können. Wie viel Erz habe ich eigentlich mal so rumgefragt? Ich frage für einen Freund. 563, das ist jetzt tatsächlich nicht so viel. Das könnte deutlich mehr sein. Na schön, dann schauen wir uns mal erstmal die Bergfestung an. Oh Mann, das wird witzig. Das wird witzig. Ja, genau. Ja, sehr gut. Witzig, witzig. Wir alle lachten doch sehr. Okay. Wie soll das jetzt funktionieren? Hm. Aber wurde der Rabenschnabel nicht extra in die Kiste gelegt, damit man genau dieses Vieh platt machen kann?
Wie soll das jetzt funktionieren? Wisst ihr was? Stattdessen... Tja, eine andere Idee habe ich gerade nicht. Ich nehme mal ganz stark an, dass Lester unbesiegbar ist. Ach, warte mal, da hätte ich doch vielleicht eher versucht, als Blutfliege zu Lester zu fliegen, in der Hoffnung, dass er mich nicht angreift, sondern dann eher den Steingolem. Das wäre doch viel einfacher. Jetzt wird's ganz wild, ey. Oh Mann, wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Nee. Ich glaube, hier komme ich nicht wieder hoch. Was soll das denn? Ach Mann, das läuft alles nicht nach Plan, ey. Das läuft alles überhaupt nicht nach Plan. Einfach an dem vorbeirennen zu Lester? Aber ich mach dem ja eh keinen Schaden, also ich brauche ja gar nicht versuchen, gegen ihn zu kämpfen. Dementsprechend... Zu Lester eigentlich? Oh ja, warte mal, das... Okay, das könnte funktionieren. Also, ich lock ihn zu Lester, Lester greift ihn an, ich fliege so weit weg, dass er den Fokus von mir verliert. Und dann muss er sich um Lester kümmern. Und dann gucken wir uns die Show an. Jetzt mich angegriffen? Das gibt's jetzt wohl nicht. So, tschüss. Ich glaube, jetzt sollten sie sich gegenseitig bekämpfen, laut meinen Hochrechnungen. Laut meinen äußerst präzisen Vorrechnungen, ja, genau. Ich hoffe einfach mal, dass Lester keinen Schaden bekommen kann. Er kann auch nicht. Perfekt. Aber er macht dem Golem Schaden. Sehr gut. So soll es sein. Das kann noch eine Weile dauern. Und wenn Lester jetzt die Erfahrungspunkte kriegt, dann ist das so. Da habe ich kein Problem mit. Ah ja, guck mal. Haben sogar besiegt. Tja. Problem gelöst. Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wie bist du eigentlich an dem wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden.
Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Mhm. So, jetzt habe ich doch wieder ein paar Heilpflanzen gefunden. Ich bin also wieder back im Game. Back in Business sozusagen. Im Heilungsbusiness, wenn man so will. Noch ein bisschen Mana. Könnte ich gebrauchen. So. Jetzt muss ich die ganze Zeit aufstoßen hier. Was ist denn hier los? Alles klar, ne? Wollen wir mal. Warum auch immer ich jetzt gespeedet bin kurzzeitig. So, ich bin so gespannt, ob ich das schaffen werde, hier mit Lester aufzuräumen. Das wird eine wilde Nummer, glaube ich. Aber wir werden sehen. Oh, die Vegetation hier, das ist so geil. Ach, so geil. Ist schon sehr hübsch. Guck mal einer an, da hat man doch jetzt so eine Art Haupttor. Das ist ja cool gemacht. Und da brennt Licht. Das bedeutet, dass da jemand wohnt. Stell dich mal vor, Quentins Räuber hätten sich hier niedergelassen. Das wäre ja mal ganz wild gewesen. Ach du Scheiße! Oh! Ich muss los! Alter, die Skelettkrieger! Oh nein! Was zur verdammten Hölle? Oh mein Gott! Okay. Ach du Scheiße. Okay. Einfache Lösung. Einfaches Problem? Einfache Lösung. Wir machen jetzt Folgendes. Als ob ich mich damit jetzt befasse, wenn ich Lester dabei habe. So, Lester. Warte mal. Was war denn das jetzt? Darf ich mich hier nicht verwandeln? Ah, okay. Durfte mich nur nicht als Fleischwanze verwandeln, okay. Warum? Oh, oh. Nein, ich sehe so lecker aus. Nein. Wo ist denn Milton? Lester? Er wollte doch Verstärkung holen. Hä? Wo ist denn Lester? Hat er sich einfach aus dem Staub gemacht? Oh, und ich sehe so lecker aus. Scheiße. Lester, du Schwein, wo bist du? Hat er mich hier einfach zurückgelassen? Ich krieg eine Meise. Na, ich sah selbst für die Skelette unwiderstehlich aus, wahrscheinlich. Lester. Verdammter Feigling. So, du bleibst jetzt hier. Verstanden? Ich probiere es jetzt nochmal als Fleischschwanz. Aus irgendeinem Grund durfte ich mich gerade nicht in eine Fleischschwanze verwandeln. Ich verstehe das nicht. Warum geht das nicht? Warum darf ich mich nicht in eine Fleischschwanze verwandeln? Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Das ist eine ganz normale Spruchrolle. Okay, dann halt aus Blutfliege. So. Da ist erstmal so ein Geist runtergeflogen. Oh Mann, ist das jetzt euer Ernst? Oh Mann, diese Mod, ey, die macht mich fertig. Ey, das kann doch nicht wahr sein.
Ah, jetzt. Lässt er so, I don't care. This is my wall now. Mann, Lester, warum steckst du da jetzt in der Wand fest? Boah, ey, echt. Ach, das gibt's doch nicht, Mann. Irgendwas läuft immer schief. Aber die Architektur der Bergfestung, da reden wir gleich nochmal drüber. Steckt selber fest. Nein, die wollen mir ans Leder. Oh oh. Alter, was? Nein! Na gut, ist nicht schlimm. Noch könnte ich wieder zurückkommen. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Was passiert hier? Was ist hier eigentlich los, Mann? Ist alles schon wieder so verloren hier, die Runde. Ey, oh Mann. Kann nicht mal einmal was nach Plan funktionieren, bitte? Das kann doch wirklich jetzt echt nicht so schwer sein. Ich darf die Verwandlung echt nicht abbrechen. Jetzt rennen die alle mir hinterher. Red doch nicht mir hinterher. Geh doch zu Lester. Lester kümmert sich um euch. Junge, alleine hätte ich diese Bergfestung niemals geschafft. Okay, Lester kümmert sich jetzt um den meisten Shit. Hier ist eins runtergeflogen. Das lebt sogar noch. Also, leben. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich muss es gerade so machen, es geht nicht anders. Komm schon, Lester, du schaffst es. Du machst die alle kalt. Das ist so witzig, Alter. Guck mal, ich glaube, jetzt haben sie die Verfolgung aufgegeben, oder? Greifen wir Celeste an, glaube ich. Oh, perfekt, jetzt haben wir unsere Ruhe. Jetzt können wir uns das ganze Spektakel hier in Ruhe angucken. Lester gegen alle. Ohne diesmal festzustecken, sehr gut. Das sind vier Geister. Vier Geister! Wir haben gerade gesehen, wie schlimm... Oh nein, bitte nicht, Lester. Da kommt wieder einer runtergeflogen. Was ist hier eigentlich los, ey? Och Mann, jetzt steckt er hier echt wieder fest. Boah, ey, komm, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das regnet Skelette einfach. Ich finde das so geil. Die leben alle noch hier, die tun nur so, als ob sie tot wären. Die stehen nur nicht auf. Oder die haben sich was gebrochen. Och, Leute. Aber vielleicht ist es jetzt der Moment, wo ich zumindest mal sagen kann. Komm, ist jetzt my time to shine. Nicht machen. Die Geister sind wirklich unangenehm. Nein! Ey, das kann nicht wahr sein. Ey, diese Geister, ey. Boah, Alter. Die sind so krass, wirklich. Wie viel Stärke haben die denn? 500 oder was?
komm, Lester, jetzt machen wir was vernünftig hier. Oh, natürlich gehen die wieder mal alle auf mich. Jetzt müssen wir das erstmal wieder so machen. Tja. Boah, Alter, ist das krass. Es ist so krass, wirklich. Also da drin zu kämpfen, das kann ich mir sparen. Ihr habt gesehen, was ein Geist anrichten kann, aber vier? Nee, danke. Komm schon. Ich versuch doch irgendwie den Fokus auf dich zu lenken, ne? Ah, oh, perfekt. Och, gut, 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 gut. So, jetzt bitte bloß nicht festbacken, okay? Das sollte doch machbar sein. Kann ich... Oh, ich kann nicht speichern! Och, nein! Das gibt's nicht. Alter, was... Oh, Mann. Ich kann nicht speichern, während ich eine Blutfliege bin. Oh, Mann. Also so, das war also voll Muskelgedächtnis. Escape, Enter und... Ach, Mann. Das wird eine extra lange Folge, wird das heute. Na gut, einfach durchfliegen ist auch gut. Merken die das nicht. Ach, Eier. Warum das Treppenhaus nehmen, wenn man einfach runterspringen kann? Das ist so geil, ey. Oh, Mann. Oh! Hey, hey, nicht auf mich gehen! Ich bin nur eine friedliche Blutfliege, okay? Kannst du mal bitte aufhören? Sehr gut, Lester. Lester, du machst das. Oh, Mann, was willst du denn von mir? Hau ab. Ganz kurz schnell weit weg, damit die die Verfolgung abbricht. So, okay. Lester macht einfach alles fertig hier. Mann, Lester, schlag doch einfach zu, du bist unverwundbar. Ja, genau so. Aber stimmt, vielleicht macht der Rahmenschnabel extra Schaden gegen Skelette, weil es ein Hammer ist. Ich werde hier kein Risiko eingehen und mich jetzt zurückverwandeln. Das könnt ihr ja mal sowas von vergessen, Mann. Oh, oh. Nein, nein, nicht mich. Ach nein, jetzt hängt er da wieder fest. Bitte nicht. Na, da... Da muss ich mich jetzt erstmal wieder zurückverwandeln. Und selber eingreifen und die Situation retten irgendwie. Oha, Armbrust ist gegen Geist offenbar gut. Das kann ewig dauern. So, ich speichere jetzt nochmal.
Oh Mann, das ist hier alles schon wieder der pure Wahnsinn. Der aushält, das ist Wahnsinn. Wie tanky so ein Geist, das ist komplett krass. So, jetzt speichern wir erstmal. Jetzt haben wir den Vorhof gereinigt. Ich glaube, das meiste, was in der Festung drin war, ist schon rausgekommen. Vermute ich jetzt mal. Ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr so viel. Ist nur eine Vermutung. Alter Schwede. Also alleine hätte ich das hier niemals geschafft. Wirklich niemals. Also vielleicht wirklich im absoluten Late-Game, kurz bevor ich einen Schläfer mache und ich nochmal gesagt hätte, komm, jetzt räume ich nochmal hier auf mit Erzrüstung und Uriziel und so. Dann vielleicht, ja, aber sonst ist das ja hier. Sieh mal, dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Okay. Ich bin immer gespannt, wie die Inneneinrichtung aussieht. Echt alle tot, ne? Die haben es echt. Dieser Sturz hier runter, das hat die echt umgebracht. Ich dachte, die simulieren nur, aber nee, tatsächlich sind die tot. Also jetzt endgültig. Oh Mann. Okay. Boah, das hier ist auch eine miese Verteidigungsstelle hier. Hier kann man das, hier kann man so Pech runterkippen und so. Ach, ich spiele gerade im Kopf wieder Stronghold gerade. Oh! Es regnet tot. Hat er mich angegriffen? Okay, Vorsicht vor herabregnenden Skeletten. Kurzer Blick nach oben, bevor wir da jetzt reingehen. Oh man, das ist schon wieder der nächste Geist. Guck mal, eine Kneipe, wie cool ist das denn? Okay, ich bin ja gespannt, wie die das hier verändert haben noch. Hey, da wird ein Bier. Und für meinen kahlköpfigen Freund ein Stängel Sumpfkraut. Die Pflanzen in den Vasen, ey. Oh Mann. Boah, ich glaube, Lester kommt da nicht von der Stelle weg. Jetzt ist er auf den Tisch gestiegen, glaube ich. Mal gucken, ob er jetzt besser... Ich musste es nicht sehen, um zu wissen, dass er auf den Tisch gestiegen ist. Das zeigt mir die Kamera an, einfach. Ach, er hat's geschafft. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Junge, wir haben noch nicht mal den Fokusstein und... Hey! Hey, Moment mal, Junge. Wir haben hier noch gar nichts gefunden. Oh, ja, moin. Alter. So krass. Der hat gerade wirklich mit einem Schlag zweimal Schaden gemacht, ne? Habt ihr das gesehen? Ihr müsst noch mal kurz zurückspulen. Gerade jetzt die letzten Mal. Er hat nur einen Schlag ausgeführt, aber ich habe zweimal Schaden abgezogen bekommen. Das ist krass. Das ist wirklich komplett krass. Diese Mod ist einfach geisteskrank. Warum hat Lester sich jetzt abgemeldet? Das verstehe ich nicht. Das hat jetzt gar keinen Sinn für mich ergeben irgendwie, dass er sich jetzt abgemeldet hat. Ja. Der sagt das normalerweise immer erst, wenn man alles gefunden hat. So. Es ist so... So geil. Ah. Das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Aber die Aufnahmesession passt gerade, weil es ist heute ist Halloween zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also gar nicht mal so unpassend. Die ganzen Langschwerter, die kann ich gut zu Geld machen, glaube ich.
Hier, seht ihr das? Die liegen halt so, als ob sie gleich wieder aufstehen. Deshalb bin ich so verwirrt. Komm schon, Lester. Alter. Der kommt da nicht runter, ne? Oh doch, kommt runter. Okay, Lester, bist du hier bald mal durch mit dem Kollegen? Ah, ich hab Lester... Oh, scheiße, jetzt bin ich tot. Okay, komm, ne, dann machst du gleich mit Lester. Oh, danke. Ui. Lester, bester Mann. Wie liebevoll das hier eingerichtet ist. Sehr hübsch, muss ich sagen, sehr hübsch. So, jetzt aber nochmal speichern hier. Kleinen Schrein. Oh, das ist ja geil. Das ist echt geil gemacht, muss ich sagen. Aber eine kleine Schmiede und so. Sogar mit Abzug. Jawohl. Sogar mit Rauchabzug. Mega. Oh, das feiere ich. Das finde ich cool. Ja, ich muss sagen, diese Festung hat schon echt viel Potenzial, auch was Kreatives draus zu machen und darzustellen und so. Ich fand das in Gothic 1 immer ein bisschen schade, dass es so leer war. Aber hier, echt hübsch gemacht, muss ich sagen. Einzige Sache, die ich ein bisschen unlogisch finde, ist, dass hier so Feuer im Ofen brennen und so. Ich meine, klar, das kann man jetzt natürlich begründen mit die Zombies und die Untoten. Hier haben die Feuer angemacht wieder und so, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, hinter der Tür sind Zombies. Bevor ich da jetzt aufmache. Gut, hier gibt es leider nichts Interessantes zu lesen. Okay. Vielleicht haben wir da noch Loot, irgendwie Heiltränke oder so ein Kram. Oh, okay. Wenn die nach vorne umkippen, ist aber auch interessant. Oh, ausgezeichnet. Heiltränke. Lecker, 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 lecker. Oh, sehr schön. Je mehr, desto besser. Da drüben stehen auch noch ein paar Konzentrationstränke, glaube ich. Jawohl. Okay, sehr gut. Das war ein dringend benötigter Boost jetzt hier. Wunderbar. Soweit, so gut. Also die leichten Skelette und die Zombies, die sind gar kein Problem. Die Skelettkrieger, die sind das Hauptproblem auf jeden Fall. Vor denen habe ich echt Schiss. Oh, und die Geister natürlich. Vor den Geistern habe ich auch wenig Lust. Die Geister sind auch ein echtes Problem. Okay, Lester erwischt das Vieh. Wie viel das Teil wegtankt, das ist Wahnsinn.
viel das Teil wegtankt. Es ist krass. Das ist echt hübsch eingerichtet hier. Hier haben wir die Folterkammer oder das Gefängnis. Ah, hier geht's. Okay. Du hast mich jetzt aber erschrocken. Was ist das hier schon wieder, ey? Treffer. Oh mein Gott, Alter, der Schaden, wie übertrieben ist das bitte? Das ist ja völlig krass. Okay, das ist einfach nur ultra übertrieben. Unfassbar, wie heftig das ist. Lester, geht's dir gut? Ich glaube, Lester ist ein bisschen aufgeregt. Was ich interessant finde, hier ist ein Schießstand zum Schießtraining, aber das, was ich ein bisschen abgefahren finde, ist, man kann hier hinten lang gehen. So, als ob man automatisch geschützt wäre, wenn da vorne ein Bogenschütze gerade trainiert. So wäre in Deutschland überhaupt nicht zulässig hier. Was passiert jetzt? Ist das jetzt Lester? Ja, ist Lester, okay. Ich dachte gerade. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Das ergibt für mich keinen Sinn. Warum bricht er ab? Ich verstehe nicht, warum er abbricht. Normalerweise... Was ist los mit dir? Lester, du machst mir Angst. Ich will jetzt diese Silberschatulle haben. So, danke. Aber er sagt das doch normalerweise immer erst, wenn er... Wenn wir hier durch sind. Er geht jetzt rüber in die Kammer mit den Büchern, okay. Dann muss ich jetzt hier wohl alleine weitermachen. Oh Mann. Ich hoffe echt, dass wir das meiste schon hinter uns haben. Weil noch mehr von diesen Skeletten, von den Ausgewachsenen und von den Geistern. Oh Mann. Wobei, er ist kein Geist, er ist nur so ein Skelett. Magier. Hübsche Füße übrigens. Tschüss. Wie er zur Seite wegfliegt. Ja, und jetzt? Okay. Hey, die haben da echt gute Waffen hier. Sind in gutem Zustand. Interessant, da hängt eine Karte von Corinus. Also ich muss sagen, was ich bis jetzt von der Festung hier gesehen habe, sehr geil designt. Sehr geil eingerichtet hier alles. Auch mit den Treppen und so finde ich super geil. Vor allem viel logischer als die Leitern, ehrlich gesagt. Und Stärke-Elixier, sehr gut. Stärke-Elixier können wir mal gebrauchen. Ich habe so Angst vor dieser Festung, ne? Die ist halt richtig furchteinflößend. Aber ich glaube ja, das, was hier, das meiste an Skeletten, was hier war, ist schon runtergefallen. Okay, brauche ich einen Schlüssel für? Einen Schlüssel, bitte. Oh, der Thronsaal.
Thronsaal. Oh, das ist so cool gemacht. So cool gemacht hier, wirklich. Hab ich da einen Lichtzauber? Okay, Leute, sorry, aber wir müssen das jetzt dann mit einer Fackel machen hier. Aber ist auch okay, mit so einer Fackel durch so eine alte Burgruine zu laufen, das finde ich so cool. Ich wette mal, hier sind noch Viecher drin. Raus mit die Viecher! Oder auch nicht, tatsächlich. Eine Magierkammer, wie mir scheint. Lernen plus 1, maximal Punkte plus 5 geben. Gesundes Leben, goldene Herzen für uns, das Wertvollste. Mhm. Ja, okay. Es gab ein paar bisschen Lebenskraft, das ist doch hübsch. Jetzt geht's weiter hoch. Ich bin echt gespannt, was da noch kommen mag. Lass mal kurz gucken. Okay. Meine Güte, diese Festung ist schon cool. Ist schon ein richtiger Hingucker. Würde ich in der Welt von Gothic leben und wäre ich ein Adliger, dann wäre das hier mein Zuhause. Diese Burg wäre mein. Ich würde mir so eine Gefolgschaft von 40, 50 Leuten noch ranholen. 20, 30 davon Soldaten und der Rest Gefolgschaft. Diener, Köche. Landsleute. Und dann hätte ich hier meine Ruhe. So. Links, links, rechts, rechts, links. Links, links, rechts, rechts, links, links. El Bastardo. 136 Stärke. Dafür plus 10% kritischer Treffer. Das ist schon stark. Hm. Aber ich habe immer noch keinen Schlüssel gefunden, um diese Kiste zu öffnen. Das ist seltsam. Oder wie sollen wir diese Kiste aufkriegen? Ne, die ist zu. Die. Da brauche ich einen Schlüssel für. Hm. Warte mal, ob ich das mit Akrobatik schaffe, darüber zu springen? Na toll. Warum auch immer der jetzt nicht normal nach vorne gesprungen ist? Ha! Fokus aus der Bergfestung. Vielen Dank. Ich könnte jetzt also gehen, aber wir haben ja immer noch die Quests offen, deshalb. Ich muss Lester irgendwie noch diese Urkunde beschaffen, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Einen Schlüssel habe ich bis dato nicht gefunden. Ah, hier. Hier ist ein Thronschlüssel. Ein Thronschlüssel, der hier offenbar bei den Gefangenen lag. Mann, diese Burg ist echt hübsch. Hübsch eingerichtet.
Urkunde. Haben wir es jetzt auch geschafft. Wunderbar. Das war eine Geburt, sage ich euch. Ich bin froh, dass ich die Bergfestung wirklich als letztes gemacht habe. Hätte ich die als erstes gemacht, wäre das noch viel schwerer geworden, glaube ich. War schon richtig, die richtige Entscheidung, zuerst die anderen zu machen. Sehr hübsch gemacht hier, sehr hübsch gemacht. Hey, Mr. Lester. Erwache! Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Okay, gut. Dann haben wir das erledigt. Wunderbar. Wir haben 5 Lernpunkte. Die würde ich nochmal bei Koa Anga ausgeben. Für etwas Stärke. Ja, und dann können wir in der nächsten Folge dann... Oder warte mal, wie viel... Ah, guck mal. Nee, warte mal, wir machen was anderes. Wir gehen zuerst die Fokussteine abgeben. Und dann gehen wir quasi mit 10 Lernpunkten dann nochmal zum Training. So. Solange ich damit nichts zu tun habe. Wer ist er denn hier? Ein Bauer. Guck, den Söldner beim Training zu, will selber mal irgendwann ein Söldner werden vielleicht. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist ebenso wahrscheinlich als durch. Das passiert mir. Okay. Gut. Dann sage ich jetzt an der Stelle hier vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge sprechen wir mit Saturas und geben den Fokus ab. Oder die, ja doch, den letzten Fokus. Macht's gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.